Noch an dem roten Ding da. Ich müsste vielleicht mit irgendeinem Programm einstellen, dass ich nicht mehr so viel bremsen muss, um 100% zu erreichen. Weil ich komisch gefangen hat. Nee! Boah, ich bin so verbissen, ich schaff das nicht mehr, Mann. Boah, ich fahr die Kurven jedes Mal anders, weil ich weiß nicht. Das ist der schlimmste Sektor bis jetzt in allen Strecken, die wir gefahren sind. Dieser beschissene letzte Sektor da mit diesen... Kann mir da keiner helfen? Ich muss meine Tabletten nehmen. Danach ist jetzt wieder RIP. Ich muss kurz meine Tabletten nehmen, wo ich wieder nochmal 50 bis 100% gebremst werde. Moment. Schade. Aber nett, aber ich muss meine Tabletten nehmen, sonst geht's nicht weiter. Hier sind drin, ich gehe nur schnell schiffen und dann probiere ich weiter. Bis die Tabletten mich halt nichts mehr machen lassen. Die werden mich jetzt so runterbremsen. Erneut. Und dann einfach ins Bett. Ich muss morgen früh auf. Aber ich fahre bis ich nicht mehr kann. Zeige ich noch, solange es geht, hier ein bisschen Verzweiflung beim Fahren. Thank you.
Ist halt der erste Tag. Die ersten Tage sind immer wild hier. Aber ich kämpfe, so gut es geht, man. Und ich verstehe auch nicht, warum der Puls nicht verbunden bleibt. So, jetzt fahr mal, du Profi. Zwei Pillen genommen, noch was direkt für den Hals zum Lutschen. Muss ich immer nehmen, keine Ahnung, von den einen irgendwie 10 am Tag, von anderen 6 am Tag, was weiß, ja. Katastrophe, ja. Die sind noch, die zähle ich gleich dazu zu den 12. Diese Lutschpastillen, ne? So, Energie, komm, auf geht's. Fahr. Kannst du dir nicht vorstellen. Also es blitzt und donnert hier, ne? Also hört er eh nicht, aber es ist, ups, gefunden zu weit, zu nah dran. Also es blitzt und donnert. Ist noch weit weg. Weil es blitzt und donnert dann halt erst, keine Ahnung, Ewigkeiten. Aber Unwetter haben, hat ja Alex auch gesagt. Mal schauen. Mit Pech ist es einfach nur so kurz der Niederschlag, der noch alles aufwärmt. Wow. Ich hab nicht hingeschaut.
Euch wird das Unwetter so scheiß, dass wenn das Unwetter da ist, muss ich alles zumachen, sonst ist die ganze Bude nass. Die im Erdgeschoss oder ersten Stock oder sowas, glaube ich, kennt das gar nicht. Bei mir am Dach, wenn es krass regnet, voll windig ist und wenn ich nicht zumache, ist hier einfach Überschwemmung. Also habe ich dann im Augenblick auch nichts mehr davon. Aber die Tiere kommen hier rein gerade auch. Die merken, dass es kommt. Es sind immer mehr Tiere auf dem Monitor und auf meinem Arm. Dankeschön. Schön gefahren die Kurve. Lol. Nächster Blitz. Lass mal die Zeit heute Zeiten sein. Ich fahre einfach noch ein bisschen, okay? Sonst tue ich mich zu sehr ärgern. Ich werde schon die nächsten Tage herausfinden, was ich hier anders und besser machen kann in den Kurven, oder? Oder das sagt mir jemand. Bin sie ja fast gefahren, aber jetzt hier wieder viel verloren. Naja, 0,8 schlechter als... Aber lustig ist, mit dem McLaren bin ich ja... besser gefahren. Okay, ich habe gerade gemerkt, die ganze Zeit, als ich gebremst habe, habe ich nie 100% gebremst. Immer nur so. Um 100% zu bremsen, muss ich den Fuß so überbiegen. Da hätte ich gerne so eingestellt, dass ich auch mit normalen Bremsen, ohne so unterzuklappen den Fuß, 100% bremsen kann. Dann kann ich vielleicht ein bisschen später bremsen immer. Oh, noch mehr Donner. Ich höre das jetzt auch nicht so gut wegen dem Kopfhörern, aber es war auf jeden Fall. Die Schikane Bremsfunk verpasst. Warum ich zweiten genommen habe. Ey, es donnert immer mehr. Immer mehr donnert jetzt hier. Normalerweise müsstet ihr, wenn der Blitz direkt neben mir ist, auch merken, dass es bei mir heller wird kurz. Noch ist er nicht so nah gewesen. Da bin ich jetzt rausgekommen. Rechts, was ich so oft mache.
hier weiß ich nicht, was ich gemacht habe gerade. Irgendwo hängen geblieben. Und die Zeit wurde gestrichen, oder? Weil da steht ein Sternchen. Aber da stand kein Cut. Mal lauter hier mit dem Donnern. Das hört gar nicht mehr auf. Du wie so Magenknurren. Da ist man immer voll zu bremsen hier. Ich kann das doch, glaube ich, auch im Ding einstellen, im Custom Manager oder Content Manager, dass ich mit weniger Bremsdruck voll bremse, ne? Ich kann das nicht ganz da ausstrecken, den Fuß, das geht da nicht, das ist keine Ahnung. Fuß ist da zu ripp dafür. Das ist ja nur ganz bisschen eigentlich. Ey, Kurt, willkommen. Ist geschafft. Nice. Warum soll Fuel nicht on sein? Normal Fuel, Reifenverschleiß, Reifendruck, alles realistisch. Versteht ihr die Frage nicht? Ganz normales Qualifying. Naja, weil du leer warst. Deswegen war die Runde auch so schnell. Auto keinen Sprit mehr hat, bist du viel leichter, deswegen war die Runde auch schnell. Alter, was da ist neben mir hier. Wow, 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 wow. Okay, das ist jetzt wieder krasses Donnergewitter. Thank you.
Hallo. Bitte, warte kurz. Scheiße, ich war jetzt so lang, 0,3 vorne. Schade. Krass, ich hätte 0,3 vielleicht geschafft. Okay, nochmal. Schwierig, schwierig. Ich komme die Zeit ran, aber ich kann sie nicht unterbieten. Jo, jetzt geht's aber los hier. Mal schauen, ob das Gewitter vorbeizieht. Versuch nochmal Puls zu connecten hier. Ah ja. Das ist eine schöne Sicht. Ach, Puls ist connected. Schau mal einen Profi zu hier. Ersten gehst du da sogar, okay, okay. Vielleicht kann man ja schnell raus beschleunigen, kann sein. Gut, gut, gut. Vierte. Zweiten ganz, ganz, ganz eng über den Körper. Eng, 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 okay. Dann von links nach rechts. Okay.
kann ich mir eh nicht merken. Vier fünften, dann vierten, dritten. Hä? Machst du das echt immer so? Du nimmst den Körper ja gar nicht mit, okay. Zweiten hier. Gut, wer weiß, wie der Mercedes ist mit dem Gang. Rausbeschleunigen. Zweiten über den Körper drüber, so brutal über. Hä? Echt so über den Körper drüber? So beschissen? Wie jetzt? Ja, und der Rest? Was nun? Ja, können wir machen, bin noch. Achso, du kannst ja gar nicht zu mir kommen, gell? Ja, so eine halbe Stunde würde ich schon noch fahren oder ein paar Minuten oder auch nur zuschauen. Hallo? Hi, kannst du mich auch hören? Ich glaube, es ist alles richtig eingestellt, oder? Was willst du von mir? Geh weg! Ich geh! Was ist, wie laut du bist hier? 121? 121 bist du, krass. Sprich nochmal. Hallo? Sprechen Sie? So. Ja, ich muss gerade so kurz das Schema machen, so. Lass mal 99. Aber ich bin die Strecke auch noch nie mit den beiden gefahren. Das ist jetzt ein bisschen ein Racing, deine Füße viel abzudrücken. Ich kenne die Strecke auch selber nur noch aus Formel 1 vor, keine Ahnung, 3 Jahren. So, warte. Ich muss immer so viel machen, wenn jemand neues in Discord kommt beim. Hier in der Küche habe ich die ganze Möglichkeit. Boah, das ist so windig, Alter. Es ist so windig und so viel Regen. Beste. Also da hau mal raus jetzt hier. 1,10, will ich sehen. Ja, ich denke, ich muss die gut ganz viele 40er Zeiten da rum, wenn man das ein bisschen kann, aber. Mal so, ob ich fahren will. Aus der Strecke auch noch nicht ganz schlau. Du kommst doch, bist du von den Ersten gewesen. Gehst du in den Ersten? Nee, bist gehst du nicht in den normal Ersten. Nicht. Ich hab das nur gemacht, weil ich die komplett verkackt habe. Wenn er halt zu lang ging, das komplett aus dem. Jetzt hier bist du so Apex eng gefahren, in den, auf den Körb teilweise sogar schon halb. Und so auf die Wiese, ja, okay, merke ich mir. Da so, ja, ich verstehe schon. Ja. Ist gespeichert. Ist gespeichert, ja. Ja, dann nimmst du schon den Körper so mit, weil du hast du vorhin gar nicht mitgenommen. Ja, klar. Ja, ich wollte dir nur fragen, ob das Absicht war oder einfach aus Versehen passiert halt. Nee, das war die eine Runde, die war komplett ab. Komplett falsch. Aber sobald ich halt irgendwie noch vielleicht hab. Machst du immer den Jump da? Ich probiere gerade aus, ob das besser ist. Also tatsächlich bei ACC in Imola die Schikane. Ich weiß nicht, ob die gerade aus dem Kopf weiß, welche ich meine. Ja, die letzte Sektor. Da, genau. Naja, aber da rumpelst du tatsächlich in ACC komplett drüber. Wirklich, das ist eine komplette random Schikane. Das ist Katastrophe. Aber ich glaube, hier ist langsam. Wo es bergauf geht und dann ist die Schikane da. Ich weiß, ja, genau. Meinst, ja. Und da fährst du wirklich einfach komplett drüber. Das ist
Ja, gut, aber die ist doch enger, glaube ich, und kleiner. Die ist halt hier größer. Ne? Ja, also ich bin mir fast sicher, die kannst du eigentlich fahren, ohne da. Ich bin die irgendwie gefahren meiner Bestzeit und habe eine halbe Sekunde bin ich besser gefahren, als ich jetzt immer fahre. Ich verstehe nicht, was ich gemacht habe. Ja, das hat der auch besser erwartet. Alles ist einfach, ich schwer wie härter man es versucht, die Bestzeiten zu schlagen. Also, und nicht nochmal schlagen, sondern an meine einfach ranzukommen. Einfach die eigene Zeit zu schaffen. Ist ja schon durch. Ja, aber das ist, ich habe das auch manchmal einfach dann tatsächlich gar nicht so sinnvoll, mal eine Stunde oder auch einen Tag Pause zu machen und dabei mal am nächsten Tag fährst du das wieder in der ersten Runde. Ja, das ist das. Der erste Tag, eine neue Strecke. Ich habe noch heute mal ein neues Auto am Anfang gefahren, ist immer anders ekelhaft. Und am nächsten Tag ist Katastrophe. Dritten Tag ist Gottes Willen, ich will nie wieder fahren. Und vierten Tag, hey, wir haben eine neue Strecke. Yippie. Ne, das wird schon besser, dann nach 500 Runden verstehe ich auch mal ein bisschen was. Ja, alles von geduldig sein. Ich kenne das ja selber, wie gesagt, ich fahre selber seit ein paar Wochen wieder richtig. Ja, ich muss halt auch von einem ins andere Auto wechseln, damit ich so ein bisschen andere Perspektiven sehe. Wenn ich mit einem Auto bei einem Auto bleibe, versteife ich mich so sehr, dann kann ich das nicht mehr, wenn ich auf mehrere Autos wechsle. So mal hier, mal da, dann sehe ich auch Sachen, die ich im anderen Auto nicht gesehen habe. Warum auch immer, weil ich dann anders reagiere, vielleicht weil das Auto anders anspricht. Und dann komme ich wieder zurück auf das andere Auto und geht dann manchmal sogar einfach besser, weil ich von anderen Autos gelernt habe. Wie auch immer. Ich fand auch Autos beschissen. Bin dann fünf andere gefahren, komme ich zurück auf die das beschissen gefunden habe und die waren okay eigentlich. Also. Ja, wobei ich hier auch sagen muss, die sind sehr verschieden, die Autos mit dem Force Feedback. Zum Beispiel bei AMG habe ich ein Force Feedback, das ohne dass ich irgendwas einstelle, mit dem Fünfmal härter ist als bei jedem anderen Auto aktuell. Ja, manche sind krass. Manche muss ich auch auf Force Feedback, ich fahre so mit. Ja, manche fahre ich auf 80%, manche fahre ich auf 55%. Das ist halt dann gleich, aber weiß ja nicht warum. Ist halt meistens so gewesen bis jetzt. Muss halt immer bei jedem Auto das Force Feedback anpassen irgendwie. Wie viel Prozent fährst du denn mit deinen 57.000 Nanometer? Ich fahre nochmal auf 40%. Also, irgendwas ein bisschen über 10 werden es sein. Da tust du ja auch die Wiese mitnehmen. Ja, kann einfach nicht anders aussehen. Ist ja so. Sobald ich nur minimal versuche zu fahren, ich die bin ich mal so ganz, ganz knapp im vierten gefahren, so richtig komplett schnell und danach habe ich es nie wieder so geschafft. Also es regnet komplett hier. Es regnet. Ich glaube, Donner und Blitz hat aufgehört, ja. Es regnet halt. Aber es kühlt hier damit nicht einmal ab. Hast du in deinem Setup gebastelt? Nee, überhaupt. Also, ich habe das Einzige, was ich jetzt gemacht habe, ist mal testweise und Heck hochgestellt. Damit du mehr am Pressdruck hast, oder was? Ja, du kannst halt besser rausbekommen, du kannst halt komplett aufs Gas treten mit vor dem Frontdeck. Kannst du fast eh machen, oder? Du hast TCS. Ja, aber. Je nach. Ja, ist schwierig. Also, normal ist es nicht zurückzustellen, weil ein bisschen willst du ja manchmal auch. Ja, du brauchst ein bisschen Speed. Aber. Ich fand es halt so heftig, dass der Porsche so unfahrbar war. Und dann tut Technik da kurz was basteln am Setup. Man kennt sich ja auch nicht so aus und dann es war mal fahrbar gewesen. Fand ich so krass. Einfach Glatteis und danach war es okay. Bist du immer einen Porsche gefahren? In den 2020er? Ich bin den 5 Minuten gefahren und ich habe irgendwie
keine Ahnung, ich müsste nochmal probieren. Also den ersten 5 Minuten bin ich kurz gefahren, irgendwie habe ich überhaupt nicht gewusst, was er da gerade tut, und dann habe ich ihn erstmal wieder sein lassen. Ich fand diesen Standard-Setup unfahrbar eigentlich. Ja, also ich fand es auch sehr, sehr. Schon heiß meine Komponenten. CPU ist da 80 Grad bis 84 Grad, aber ja, das ist jetzt fuchtelt alles nicht. Sogar 76, 78, 80 Grad plus minus ein paar. Aber was willst du machen mit der Temperatur? Was ich mir aufgefallen ist, dass ich nie 100% bremse. Immer nur so 90, 95. Weil ich kann nicht so weit da reintreten, so weit, also der Weg, ich schaff den gar nicht mit meinen Füßen. Die Deadzone kannst du, glaube ich, sehr einfach einstellen. Also, fast jedes Spiel direkt nach Einstellung, wie du das machen kannst. Ich würde, dass 90% 100% ist. Also 90%, was ich jetzt bremse, soll 100 sein. Weil dieser. Ich weiß nicht mehr, wo das in ACC ging, aber auf jeden Fall. Ich glaube, es geht sogar im Content Manager mit den Schubregeln da. Da gibt es auch eine Schubregel. Gar nicht ziemlich simpel, glaube ich. Oder was ich schon mal gesehen habe bei Ron im Video. Bei Thunderlab gibt es ja auch so einen Scheiß. Aber ich glaube, die Arbeit braucht ihr gar nicht machen, weil das ist ja im Videospiel auch ein bisschen anders. Das weiß ich ja gar nicht. Das haben wir. Ob das nicht. Dann ist es halt in jedem Spiel so. Ja, gut, da, wenn du das. Weil 100% Bremsweg ist immer 100% Bremsweg, oder? In Air-Racing nicht, in Air-Racing gibt es sehr viele Autos, die immer zu 80% ist. Deswegen die meisten es sogar andersrum machen, dass sie dann das andersrum limitieren, dass du halt in vollen Durchschnitt nur auf 80% bei uns drauf bist. Achso. Aber hier mit TCS, ABS, ich meine, es ist ja wie ein Auto, was man draußen fahren kann. Das ist ja jetzt hier. Wenn ich jetzt hier bremse bei 100, bei der ersten Kurve, komme ich halt 10 Meter früher zum Stehen. Kann ich aber momentan nicht ausnutzen, später bremsen, weil ich das nicht gewohnt bin. Bin dann bei 90 oder 80 bremsen dann sogar. Ja, dann musst du auf jeden Fall mal schauen, dass du das mit einer Deadzone einfach einstellst. Also ich weiß, im Hauptmenü geht's aber, wenn ich hier ich muss sagen, ich bin auch ein AC komplett und ich kenne mich hier überhaupt nicht aus. Das sieht man, dann merkt man, überall die Gläser mitnehmen. Albarase mehr. Das ist mein Job hier. Aber ist doch eigentlich nice, man kann viele verschiedene Klassen hier fahren. Muss ja nicht nur bei GT3 bleiben, das finde ich das Tolle, diese Freiheit hier. Schön eingerichtet, Formel 1 bis 3, LMP 1 bis 3 und ein LMH. Ein Hypercar für das Feeling. Was noch auf uns zukommt in den nächsten Jahren. Ja, Aktie hat ja, glaube ich, noch so die größte Modding-Community, also da kriegst du auch echt viel Content dafür. Und alles. Also ich habe jetzt nichts gefunden, also nichts nicht gefunden. So. Man weiß gar nicht, wonach man alles suchen soll. Aber wenn es einem so einfällt, denke ich, okay, machen wir mal. Ich hätte noch gern Anzeige in-game, wo so ein HUD, wie viel ich lenke. So 10 Grad links, rechts, damit ich sehen kann, dass ich die Kurve vielleicht das nächste Mal ein bisschen mit mehr Grad mache oder weniger Speed, mehr Speed. Das einfach ein Lenkrad, das da so mitlenkt, so wie ich. Und mir die Prozente anzeigt oder die Sensitivität, da weißt du schon. Ich glaube, es wird legen, oder? Ja, ist wieder vorbei. Hat ein bisschen Dampf hinterlassen. Aber schön, dass du es geschafft hast endlich. Was soll denn das? So lange gebraucht hast du. Ja. Ja, ich bin ja selber gesagt, durch das Knie ist jetzt letzte Woche so richtig wieder am Fang an. Mhm. Settings. Aber jetzt habe ich es ja geschafft. Ja, Wahnsinn, hätte ich nicht gedacht. Ey. So, from 0 to 100 habe ich hier.
So, wenn ich hier so bremse, ich kann natürlich so bremsen. Ich schaffe nicht das, das ist so schwer für meinen Fuß. Ich möchte so ungefähr das 100 des Fass. Also das ist halt, ich kann halt so nicht, das tut so weh. So kann ich höchstens bremsen. So, das schaffe ich nicht. Ohne meinen Fuß weh zu tun. So geht. Das sollte 100 sein. Wie mache ich das? Wenn ich das jetzt rüberziehe. Ach so, doch, lol, okay, krass. Okay, das war's. Ja, nice. Ach, stimmt, ja. Cool, das geht schon, oder was? Vielleicht noch mal kurz. Ich jetzt so bremse. Ja, so ungefähr halt. So, oh, kann schon noch ein bisschen mehr sein. Warte, so. Ja. Ja, wenn ich dann so bremse, ist es normal. Aber wenn ich dann mehr bremse, ist es halt voll. Das passt schon. Bei Gas ist okay. Das ist ja total leicht. Da habe ich ja, kann ich ja unten bremsen. Gas geben. Okay, cool. DK Steering Wheel App. Vom DK. Oh Gott, der Todesritt ist mit. Also, der Scheiße, DK. Wo gibt's denn? Ich habe kaum Apps installiert. Zusätzlich. Aber ich weiß, es gibt's. Die gibt es hier. Apps. Ich weiß auch gar nicht, wo man die findet. Eieiei, meine Augen werden so müde. Also 50, also wenn ich die letzten Tabletten nehme, also die schlimmen Tabletten nehme ich um 18 Uhr, 22 Uhr, 6 in der Früh. Und die tun mich dann so runterziehen, also so kaputt, so slow und so kaputt machen. Ja, warte. Die Maustaste fürs dann folgen. Wieso kann man nicht Permit geben? Was ist denn das? Verdächtigen Benutzer verwalten. Oho. Verdächtigen Benutzer verwalten. Achso, nee, warte, ich muss noch was hinschreiben. Oh Gott, ich habe keine Tastatur, die war so richtig. Moment. Jetzt erstmal Tablet umkippen, auf die Base drauf, damit die Tastatur sichtbar ist und dann sich nach vorne bücken. Dankeschön. Maustaste. Habe ich das hier auf den Chat? Was ist denn hier? Verdammt. Schick nochmal kurz. Bitte. Der Chat war offline hier. Kannst du nochmal schicken, du hast eh 2 Minuten jetzt Zeit, Links zu posten. Auch ohne nochmal einen erneuten Permit. Einfach nochmal. Achso, sehe ich ja nicht. Bin ja nicht angemeldet. Muss ich ins Wohnzimmer. Also einfach nur hier nochmal in den Chat rein. Einfach noch mal in den Chat rein. Dankeschön. Perfekt, perfekt. So. Steht da auch die Gradzahl dabei? Ach so, stimmt, Doppelpost. Ja, ja, ich weiß schon, Twitch. Ja, ja, klar, klar. Ich würde das halt so haben wollen, warte. Oh, so schön kühl. Hier, na, da steht ja hier, da. 10%, 100%, dann kann ich halt schauen, hey, probiere ich halt die eine Kurve mit 50 km/h und 40 Grad, nächstes mache ich halt 60 km/h und 45 Grad, keine Ahnung. Was auch vielleicht zu verrückt ist, aber ich mag Zahlenstatistiken. So. Da steht irgendwas von, it's very good, it shows steering wheel graphics for Twitch und YouTube. Scheißegal, Twitch und YouTube.
Mir geht's um meine Gradzahler. So, konfigurable Ingame. Will Sitze, will Max Speed, will Marker Max Speed, Max Steering Degrees. Spock's Wind. Ach, das kann sprechen. Egal, installierbar. Habe ich. Dankeschön. So. Das muss aber nicht so gewundert werden lassen, ne, Candy? Wir haben jetzt schon 2 Spiele zusammengespielt. Das ist jetzt schon das höchste der Gefühle. 3 lassen wir nicht werden. Also. Ich dachte, jetzt kommt irgendwie so, wenn wir zusammenspielen. Was meinst du nochmal? Das war abgehakt. Wenn wir zusammenspielen und dann? Ich hab gesagt, wenn wir zusammenspielen, dann quittest du immer. Das könnte passieren. Habe ich jetzt gedacht. Alter. Das könnte. Na klar! Abschreckende Wirkung. Wird nicht angezeigt, gell? Habt ihr gar gesehen, dass die Kamera hell wurde? Zack, war der Blitz neben mir. Vielleicht gibt es doch noch was anderes. Du musst doch bei deinem 1000 Gigabyte Assetto Corsa da Ding haben. Irgendeine Möglichkeit. Fresse, los geht's. Das ist doch ein Schmarrn. Der sieht doch ewig lang. Oder? Gott, das ist doch ein Schmarrn hier. Halbes iRacing-Lenkrad hier. Mal schauen, ob es mit den Bremsen so ist. Ich muss immer noch so weit nach vorne bremsen, irgendwie, hä? Ja, warte mal kurz in die Box. Ich habe sonst nichts Besseres zu tun hier. So, ne, ich muss immer noch. Ich will so. So. Ich muss immer noch. Zack. Erst neu konfigurieren.
sitze hier weiter hinten, warte, so. Ja, so. Die App müssen wir Technik geben, das ist alles bemalt wieder hier. Aber jetzt bin ich hier in der Sauna. Es hat aufgehört zu regnen, das ist ein bisschen geschifft, jetzt bin ich in der Sauna. Was denn jetzt? Also, früher war das Wetter mal besser. Als ob es 18 Grad jetzt wäre, ich verarsche mich. Alexa, wie viel Grad ist es in München? Im Augenblick liegt die Temperatur in München, Bayern bei 23 Grad Celsius. Heute Abend wird eine Tiefsttemperatur von 16 Grad erwartet. Na gut, fahren wir noch ein paar Runden, hast du schon. Ist eh ein schwerer Tag, wenn Katie da ist im Discord. Was willst du erwarten? Ist der? Wenn wir das hinter uns bekommen, wieder desto besser. Schlechte Laune. Genau, direkt der Arsch lecken und so. Aber du kanntest mich gar nicht vom Racing, oder? Oder doch? Nee, das erste Mal habe ich dich gesehen. Das war tatsächlich wirklich eine Idee. Ich bin alle im Altenhaus sogar. In der Welt von Warcraft. World of Warships meinst du? Ja, klar, verstehe ich schon. Ich bin früher gerne und viel gefahren, aber meine WWchen lassen das ja nicht zu. Auch nicht einmal jetzt eigentlich so wirklich. Boah, wie viel Bremskraft haben das Auto hat? Wenn man voll bremst. Mann. Nicht mal ist das Rote voll. Verrückte hinter mir. Hey, Pippo run. Pippo drive. Bunkers dir. Okay, oh, wie früh ich gebremst habe jetzt. Muss jetzt halt später bremsen. 0,6 Sekunden verloren durch mein zu frühes Bremsen. Also ich habe halt gebremst, so wie immer. Aber ich bin halt früher zu stehen gekommen und habe dann nochmal Gas geben müssen. Richtig krass mit der Bremse. Bremse ist Bremse jetzt auf einmal. Imagine. Kurz anbremsen und den dritten eigentlich. Lass mal schauen. Also viel später bremsen. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Oh,
Oh, das war vielleicht zu spät. Ich hätte einfach weiterbremsen müssen. Ich habe losgelassen. Ich gemerkt, es war zu spät. Ja gut, wenn er jetzt halt erstmal nicht voller Bremsen müsste, er ein bisschen. Das ist halt die einzige Kurve, wo man halt sowas braucht hier. Meistens nach der Zielgeraden ist es ja. He's chasing me! Ich habe gerade meine Bremse verstellt, Dave. Ich habe gemerkt, ich habe nie 100% gebremst, immer nur so 85 oder 80. Aber ich kann nicht so sehr auf die Bremse drücken, was den Fuß angeht. Und jetzt habe ich es ein bisschen verstellt, dass ich halt nur 80% bremsen muss und es trotzdem 100 ist. Und jetzt habe ich ja, das ist brutal. Das wende ich ja wirklich. So tue ich mich heranarbeiten, Stück für Stück, aber vorhin schon verzweifelt, dass ich mit dem McLaren nicht in meine Zeit rangekommen bin. Ich habe bei der Schikane immer eine Sekunde verloren und danach bei jeder Kurve 0,2 Sekunden. Ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Allein bei der Schikane verliere ich 0,5 Sekunden auf meine eigene Zeit. Also jetzt geht's aber mit einem anderen Auto. Das versuche ich, Dave. Ich war 0,2 besser, als ich 0,07 bin. Nur besser? Brech. Ich weiß nicht, ob ich das nicht ausnutzen kann. Das mit dem. Oh, Entschuldigung. Voll gerutscht, dass ich das ausnutzen kann mit dem Bremsen. Mein Spotter ist so leise, weil ich habe leise gemacht damit. Wenn ich im DC mache, mache ich ein bisschen leiser, aber Gott, ist leise, ist zu leise, die Sau. Aber ich sehe dich ja, ich habe ja Augen im Kopf, weißt du? Jetzt habe ich eine halbe Sekunde gut gemacht, hast du gesehen? Auf einmal. Weg war ich. Das ist cool, so macht es Spaß halt. Jetzt catch me if you can, Kappa. Du hast mir gesagt, man muss da gerade mal einen Rasen mähen, habe ich gemacht. Warte.
Ja, konnte mitnehmen 0,3 Wässer. 0,13 meine ich, sorry. Schätze, hält, wenn jemand hinterher fährt. Aber ich, hä? Ich. Keine Ahnung, mit der neuen Messe verstehe ich die erste Kurve gerade gar nicht mehr, verdammt. Ein Psycho ist hinter mir, help! Bist du nur so schnell, weil du DRS hast, weißt du? Ohne DRS wärst du langsam. Null. Wow! Also diese Raudis auf der Straße, man kennt's. Diese Raudis. Hab ich dir da unerwartet gebremst, oder was? Ich weiß nicht ganz so. Ich glaube, ich war auch ein bisschen zu spät. Mal Box oder was? Ja, war cool so. Du machst das schon Spätzle. Na, ich denke sowieso, wenn man ein paar Leute mal mitfahren, wenn man so kleine Rennen machen kann. Haben wieder mehr Leute Lust, ne? Ich würde sagen, wenn dann ein paar mehr Leute wieder mitfahren können, dann haben, glaube ich, auch wieder mehr Leute Lust, ne? Ich weiß nicht, bei der letzten Tage sowieso schon ein bisschen gesagt, Rennen macht mehr Spaß, vielleicht sind die noch Leute wieder mehr da, wenn man ein bisschen trennen ja. Wird, ne? Genau. Sind ja eh gut besucht gewesen und ich denke im Laufe des Tages. Mal kurz hier, nicht hier. So kann man die auffahren. Aber warten muss man auf den, weißt du? Wird der Kaffee kalt. Manchmal redest du vor dich hin und dann höre ich es halt nicht.